Tampongate, Untreue, Missbrauch, die 10 größten Skandale im britischen Königshaus. Seitensprünge, abgehörte Telefonate, Sexskandale, auf einiges hätte Queen Elizabeth II. Zu Lebzeiten sicher gern verzichtet. Ob es nach der Krönung in König Charles III. Regierungszeit ruhiger wird? Royal Untreue. Schon auf dem Verlobungsbild von Prinz Charles und Diana war Betrug mit im Spiel. Doch nicht nur Charles III. Hatte eine Affäre mit seiner Jugendliebe Camilla, auch Lady Diana suchte irgendwann Trost in fremden Armen. Fakt ist, als Prinz Charles gestand, untreu gewesen zu sein, gab auch Prinzessin Diana ihren Fehltritt mit Reitlerer James Hewitt zu. Straße Eperfall, Deutsche Presseagentur. Das Jahr 1992 wurde für die Queen zum Skandaljahr, das sie als Annus Horribilis bezeichnete. Im März trennten sich Elisabeths zweiter Sohn Prinz Andrew und Sarah Ferguson. Im April wurde die Scheidung Prinzessin Annes von Ehemann Mark Phillips rechtskräftig. Im Juni veröffentlichte Andrew Moulton sein Diana-Buch, das von intimen Details über die Ehe von Charles und Diana strotzte. Negative Schlagzeilen waren an der Tagesordnung, die in der Bekanntgabe der Trennung am 9. Dezember gipfelten. Urban Rhein brannte Windsor Castle. Das Schloss wurde schwer beschädigt und mehrere Kunstwerke gingen unwiederbringlich verloren. Das Bild zeigt die Queen zu ihrer diamantenen Hochzeit mit Ehemann Prinz Philipp, A., und ihren Kindern, LR, Prinz Charles, Prinz Andrew, Prinzessin Anne und Prinz Edward, dem Deutsche Presseagentur. Meghan und Harry befreiten sich 2020 von allen royalen Zwängen, um in Montecito ein neues Leben anzufangen. Seitdem bestimmt nicht mehr das Hofprotokoll, sondern ihre Hollywood-Attitüde den Alltag. Und folgt den Gesetzen der Selbstvermarktung bei diversen Interview-, Buch- und Filmprojekten. Picture Alliance, Deutsche Presseagentur, Netflix, JPA Media, Duke and Duchess of Sussex. Nach dem Exit stellte Harry und Meghans Interview bei Oprah Winfrey, das 50 Millionen Menschen auf der ganzen Welt verfolgten, die Monarchie an den Rand ihrer Berechtigung. Das Herzogspaar erhob dabei schwere Vorwürfe gegen die britische Königsfamilie und bezichtigten sie unter anderem rassistischer Gedankenspiele. Doug Peters Imago. Apropos Rassismusvorwürfe. Prinz Philipps Ansichten waren am Ende zwar beliebt, zuvor aber eher berüchtigt zu nennen. Als Prinz Gemahl nahm er kein Blatt vor den Mund. Besonders sein derber Humor schockte nicht nur seine Landsleute, sondern sorgte weltweit mal für Amüsement, oft jedoch regelmäßig für Kopfschütteln. Nicht selten gingen sie unter die Gürtellinie, waren sexistisch, chauvinistisch oder rassistisch. Ein Skandal. Edinfellow Imago. Was Prinz Philipp an Worten zu viel mitteilte, blieb der Queen offenbar im Halse stecken. Lady Di und Charles waren ein Jahr geschieden, als die Prinzessin unter tragischen Umständen mit ihrem Freund Dodi Al-Fayed bei einem Autounfall verunglückte. Ganz Großbritannien war geschockt und trauerte um die Königin der Herzen, doch die Queen schwieg. Das wirkte kaltherzig und nicht würdevoll auf die Briten, die zunehmend die Abschaffung der Monarchie befürworteten. Erst Tage später ging die Queen auf die trauernden Menschen zu. John Shelley Imago. 8 Jahre Ehe liegen hinter Diana und Charles, 7 Jahre Ehe haben sie noch vor sich als Charles seiner geliebten Camilla. 6 Minuten lang per Telefon ins Ohr säuselt, was er alles mit ihr anstellen wolle. Das ausgerechnet dieses Gespräch heimlich mitgeschnitten und veröffentlicht wurde, war Pech. Die Welt konnte mitlesen, dass sich der künftige König der Briten an Camilla entlangtasten wollte. Überall an dir, auf und ab und rein und raus, besonders rein und raus. Ich lebe einfach in deiner Hose oder so. Es wäre viel einfacher. Ob er sich in einen Slip verwandeln wolle, scherzte die Umworbene kichernd, aber Charles hatte noch eine bessere Idee. Oder, Gott bewahre, in einen Tampax. Bei meinem Glück. Das Tampongate war geboren. Chris Jackson, Deutsche Presseagentur.
Prinz Andrews Missbrauchsskandal dürfte trotz des Vergleiches, der damit keinem Schuldeingeständnis gleichkommt, in die Geschichte eingehen. Der zweitälteste Sohn Queen Elizabeth II. Und Ex-Mann von Sarah Ferguson trägt schwer an den Folgen seiner Beziehung. Zum verstorbenen Unternehmer Jeffrey Epstein, einem verurteilten Straftäter, und den Vorwürfen, ein 17-jähriges Mädchen missbraucht zu haben. Noch bevor ein US-Gericht den Prozess aufarbeiten konnte, war der Schaden fürs britische Königshaus groß. Inzwischen einigte sich Andrew außergerichtlich mit dem mutmaßlichen Opfer. Seine Mutter erkannte ihm seine militärischen Titel und Ehren ab. Cover Images Imago. Wir waren zu dritt in dieser Ehe, mit diesem Satz in einem TV-Interview erschütterte Prinzessin Diana damals die britische Monarchie. Später räumte die BBC ein, der Reporter des Senders, der das Interview führte, hatte Diana belogen. Der damalige Reporter Martin Bashir hatte ihr falsche Unterlagen wie gefälschte Kontoauszüge vorgelegt, um sie zum Reden zu bringen. Nach jahrelanger Vertuschung entschuldigten sich Reporter und BBC. Bashir entschuldigte sich für die Methoden, mit deren Hilfe er sich das Interview erschlichen hatte. Es war eine Dummheit, das zu tun, und es ist eine Tat, die ich zutiefst bedauere. Tim Ocken, den Deutsche Presseagentur. Lange Partynächte mit Drogen- und Alkoholeskapaden brachten Harry, dem jüngeren Sohn von Prinz Charles, schon früh den Spitznamen Dirty Harry ein. Einmal schaffte es Harry splitterfasernackt in die Schlagzeilen. Das Bild des 20-jährigen Prinz Harry, der sich als Generalfeldmarschall Rommel samt Hakenkreuzarmbinde verkleidete, kostete den Palast fast seinen guten Ruf. Was auch immer danach gesagt oder geschrieben wurde, dass Harry diese Aktion gebracht hat, bleibt an ihm haften und wird nie vergessen werden. Copyright Picture Alliance Deutsche Presseagentur dpa Web, EPA PA The Sun and Gary Benny Deutsche Presseagentur. London, never complain, never explain, so lautete das Motto von Queen Elizabeth II. 96, 2022, beklage dich nicht, erkläre dich nicht. Also schwieg die Königin zu den Skandalen, die sich in ihrer Familie abspielten, obwohl die Presse schäumte. Was sich hinter den Palastmauern abspielte, blieb verborgen. Trotzdem drang im Laufe der Zeit das ein oder andere Wort an die Öffentlichkeit. Während Prinz William, 40, und Kate Middleton, 41, schon angekündigt haben, diese Tradition nicht fortführen zu wollen, ist noch unklar, wie König Charles III., 74, dazusteht. Schließlich hat er an den schlaflosen Nächten seiner Mutter fleißig mitgewirkt.